Einen schönen guten Tag, liebe London-Besucher. Willkommen zurück hier bei Beyond Harnwell. Und wir machen das mit dem Schloss jetzt gemeinsam, mit dem Keypad. Da habe ich das letzte Mal ja aufgehört. Ich hatte irgendwie die Vermutung, dass vielleicht hier aus dieser E-Mail die Punkte vielleicht zählen. Aber nein, es ist ein Morse-Code. Und wie man diesen Morse-Code entschlüsselt, steht hier. Dad has been annoying with his new little obsession with Morse code. As far as I can tell, dashes after dots, also die Striche nach den Punkten, können ignoriert werden. Und ein Strich vor einem Punkt zählt als 2. Alle Punkte zählen als 1. Und somit muss man die halt zusammen addieren. Und wenn ich das richtig sehe, wäre der Code 5869. Gucken wir mal, ob das stimmt. Ist richtig. So. Und da haben wir ein Blueprint. Für eine Rohrbombe. Now you can build Pipe Bomb at the Workbench. Sehr cool. Kriegen wir noch die Materialien dafür direkt hier drin? Nö. Nur der Blueprint ist hier drin. Okay, aber glücklicherweise ist hier direkt eine Möglichkeit, das herzustellen. So, Pipe Bomb. Fehlt uns leider Zeug. Scheiße, ich habe zu viel investiert, um eine Dings, um Munition herzustellen. Was fehlt mir denn? Scrap. Brauchen wir 2. Klebeband brauchen wir 1 und Explosive brauchen wir 1. Ich habe Scrap 2. Explosive habe ich nicht. Scheiße. Was mach ich denn jetzt? Ich kann ja nicht mehr Sachen irgendwie, wie soll ich es nennen? Batterie. Ich kann ja keine Sachen wieder auseinandernehmen. Also Munition bleibt Munition. Ich kann jetzt nicht irgendwie wieder, auseinanderfrickeln, dass ich jetzt wieder Explosives habe, oder? Ich wüsste jetzt auch nicht, wie das gehen soll. Okay. Kein Plan. Also ich versuche mal, vielleicht finde ich hier unten was. Da ist wieder eine Puppe, die sich bewegt. Ja. Komm ins Licht. Die Spinne wird blockiert von der Mannequin-Puppe. Super. Aber die muss da weg, damit ich da durchkomme. Sehr gut. Was ist das? Sledgehammer. Oh. Break your neck. Bam. Bäh. Ich kann das nicht lesen, solange dieses Ding hier ist. Also die Puppe. Warum kann ich ihn nicht killen? Ist schon frech. Do not fear the emptiness of our theater, my companions. Each empty seat is a canvas for imagination. Each vacant aisle a space for spectral applause. We perform for the ghosts of the artistry past, for the echoes of applause that once filled these walls. Our show is a beacon, a call to those who once loved this place. We are its heart.
Okay, der Gegner ist im Boden festgestuckt. Auch neu. Sowas kann also auch mal passieren. Okay, wo bin ich denn jetzt? Irgendwo anders. Aber Explosives habe ich keine, leider. Gefunden, oder? Was sagt mein Inventar? Nee, null. Ah, das ist natürlich blöd. Aber was soll ich tun? Geht halt nicht anders. Aber ich glaube nicht, dass ich die Explosives gebraucht hätte, um diese Tür da aufzusprengen oder den Weg. Ich glaube schon, dass es hier lang geht. Oder dass wir hier lang mussten. Du bist falsch. Habe ich doch gesehen. Okay, der Sledgehammer ist stärker. Ein Schlag und das Vieh ist tot. Sehr gut. Irgendwas. Eine Mannequin-Puppe irgendwo. Hier ist noch irgendwas. Bam. Ah, das ist der Raum von der anderen Seite. Sehr gut. In this silence, I find both madness and muse. My cast, my final company, the last actors on the stage of Westminster. Together we defy the solitude, crafting beauty from the absence. Our show must go on. For in our performance, I find solace, my sanctuary, from the desolation outside. Okay, aber ich finde sonst hier nichts mehr in diesem Raum. Bin hier irgendwie durch. Stage Access, was ist hier mit dem Gate? Können wir das irgendwie öffnen? Einschlagen. Das Eintreten. Ich kann durchtreten, das geht. Okay, die Puppe bewegt sich irgendwie nicht. Stage Access. Ja. Cool. Irgendwie komme ich hier nicht weiter. Geht mir irgendwas? Ich meine, diese Server-Dinger hier, schön und gut, aber hier ist kein Rechner, den ich bedienen kann. Oder irgendetwas, wo ich dran ziehen kann, dass das Ding hier aufgeht. Einschlagen geht auch nicht. Nö. Hätte ich vergessen. Aber bewegt sich doch die Puppe, oder was? Ich guck nicht hin. Ne, bewegt sich aber kein Meter. Doch irgendwer richtig Radau, ne? Ich kann durch die Wand klippen. Also nicht direkt, aber... Ah, hier. Rotpanel. Open. Hey, ja. Mail. Gibt's keine. Okay. Dann weiter. Let's go. Du bist falsch. Das noch. Bei. Block. Das Geräusch ist super. Wird halt richtig wild hier irgendwie. Ihn doch. Geht doch. Wollte der Spinne original einen Kinn hacken gehen mit dem Ding, aber
Ihn nicht. Dreh dich. Ja, die brauchen irgendwie 3 oder 4 Schläge, dann sind die kaputt. Okay, aber fast geschafft. Yeah, wir sind durch. Ist das auch eine Waffe? Auch ein Sledgehammer oder irgendwas? Modern Sledgehammer. Geil. Da liegt noch voll viel Kram. First Aid, Munition. Ammo ist voll? Echt? Nee, das kann ich so nicht stehen lassen. So. Okay, mal gucken, was kommt hier. Stehen schon alle so in Reihe und Glied. Das kann nichts Gutes bedeuten. Jetzt gegen alle hier kämpfen, oder was? Hello there. Ach, komm schon, Alter. The last bastion of true art in this forsaken world. You who tread upon hallowed grounds, do you come as a saboteur? A critic, perhaps? Or maybe, maybe. Da steht wer. An unwitting participant in my magnum opus. My children. My faithful, they understand the purity of sacrifice for art. They live it, but you, your flesh and blood are relics of a bygone era. Yet, oh, yet possibly the perfect final touch to a masterpiece years in the making. Children, take him, bring him to me. Ey, wow. Scheiße, ich bin gefangen. Ich seh nix. Oh Gott. For a conclusion that will echo through eternity. You could be immortal. And everlasting. You are to be my final star. Don't deny yourself true greatness. Star. Don't deny yourself true greatness. 17. Take him. 17? Wow. Oh Gott, was ist das denn? Hä? Scheiße. Okay, das ist neu. Ich habe keine Munition mehr, so muss ich das im Nahkampf hier regeln. Wo ist es? Dieser Kampf, Alter. Warum stirbt das nicht? Schau, ich bin tot. Die Kämpfe im Spiel sind echt so ein bisschen. Ich weiß auch nicht. Spaß machen die nicht wirklich. Actionreich sind die zwar auch so ein bisschen zwar, aber Real Talk, I don't know. Irgendwie sehr strange. Achso, ich habe ja keine Munition. Okay, dann nochmal. Ich find's geil, dass wir bei dem Bosskampf hier starten und nicht alles nochmal machen müssen, ne? Blocken wäre halt echt geil, wenn das irgendwie gehen würde. Aber ich habe nicht rausgefunden, wie. Oder vielleicht gibt's irgendeine komische Kombination, die ich nicht checke. Also Tastenkombi. Guck mal, da kommen noch welche hinzu. Ist ja super geil. Rohrbombe wäre halt echt cool. Aber die Sache ist, ich konnte halt keine mehr herstellen.
Also sonst könnte ich wahrscheinlich ultra viel Schaden verursachen bei diesen Viechern hier. Ich habe ja schon Spiele gespielt mit Nahkampfsystemen. Siehe, Rot? Okay. Kalisto-Protokoll. Ah, ne, ich lebe noch. So. Hältst du ein bisschen zu viel aus in meinen Augen? War nicht irgendwie noch ein Erste-Hilfe-Kit? Ja, hier. Autschi, autsch. Au, 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 au. Sie hat nichts. Okay, ich kann irgendwie diesen Kampf nicht gewinnen. Der ist ziemlich weird und ziemlich anstrengend. Ich werde einen Offscreen machen. Bis gleich. Es ist tot. Mein Gott. Was hast du getan? Und now the curtain falls not just on this stage, but on me. The architect of dreams. Applaud. For this is my last vow. Wait, what? Die hat sich aber selbst abgeknallt. Okay, und die Treppe nach oben ist jetzt erschienen. Ich habe wieder rausgefunden, wie man blocken kann. Das steht in den Tastenbelegungen nicht drin. Linke und rechte Maustaste zusammendrücken auf ja, Maus- und Tastatursteuerung halt, ne? Und dann hier. So. Ich musste mir nochmal die erste Folge angucken, da habe ich das nämlich gemacht. Im Kampf das erste Mal rauszufinden, war ein bisschen blöd, aber ja, musste halt sein, sonst hätte ich diesen Kampf nicht geschafft. Also ich habe den Angriffen schon irgendwie ausweichen können, indem man halt einfach ein bisschen zurückgeht, das geht schon. Aber diese komische Puppe, die hat einfach so viel Schaden verursacht, das ist absurd. I should collect the ID card I came for. ID card? Ach, sie hat wahrscheinlich eine, oder? Ah ja. Oder? Nee. Oder hat der Gegner eine hinterlassen? Also sie hat definitiv keinen Kopf mehr, so viel können wir sagen. Ah, da liegt was. Da ist die ID-Karte. The Magnum Opus. Find Lady Dianas ID-Card. Okay. Lady Diana Clayfield. Okay, haben wir. Und den ersten Boss haben wir besiegt. Krass. Gut, das heißt, das Theaterlevel haben wir abgeschlossen. Boah, das war ein Akt, du, ey, Alter. Not bad, not bad. Aber, muss sagen, ich fühle mich bisher trotzdem immer noch sehr gut unterhalten. Also, Spiel macht schon weiterhin Spaß. Auch wenn das Kampfsystem, wie gesagt, so ein bisschen... Ja, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Ein bisschen rough ist. Aber es funktioniert, also... Es ist halt mehr auf Nahkampf, glaube ich, auch ausgelegt, weil man hat nicht sehr viel, man findet nicht viel Munition. Das ist halt so das Ding, ne? Ah, wir sind da hinten rausgekommen, genau. Gucken wir uns einfach mal weiter um. Was haben wir denn hier noch? Die Drohne haben wir, ne? Yeah. Westminster Station. Genau. Das haben wir abgeschlossen. Cleared. Big Ben dient ja nur so als... Ah, man kann auch rauszoomen. Reinzoomen. Cool. Big Ben dient einfach nur so als Orientierungspunkt. Also als Wahrzeichen. Ich glaube auch nicht, dass außerhalb der eigentlichen Stages, also Räume, in denen man gegen Monster kämpft, dass hier auf den Straßen groß was los ist. Also ich glaube, die meisten Gegner befinden sich dann halt in abgesperrten Bereichen. Hier draußen ist, glaube ich, gar nichts. Aber sich umzugucken wird auch nicht schaden, deswegen... Einfach mal schauen, ist hier vielleicht irgendwas Interessantes zu finden.
Da drüben sehe ich irgendwas. Können wir hier rein? Nee. Hospital Maintenance Entrance discovered. Hier haben wir Statuen und Bereich, wo wir hier rein können, aber mehr ist ja auch nicht. Mit Tischen liegt halt auch nichts rum. Typisches Londoner Wetter, es pisst aus Eimern. Klassiker. Abgeschlossen. Können wir es aufhauen? Das geht, ja. Na, dann gehen wir mal hier rein. Da! Okay, hat keinen Schaden verursacht, Gott sei Dank. Okay, gehen wir mal rein und gucken uns um. Ich habe einen Modern Sledgehammer als Waffe. Cool. Okay. Und eine Sache habe ich noch festgestellt, als ich eben den Bossfight bestritten habe. Wenn man zu viel blockt, die Waffe geht kaputt. Dann stand ich halt ohne da, aber da lag noch ein zweiter Sledgehammer. The only way out of this hospital is through containment. Rent. Okay. Das heißt, reinkomme ich nicht von der Seite aus. Natürlich doof. Hier ist auch sonst nichts. Okay, das heißt, da kann ich hier auch nicht viel machen, wenn es nichts zu holen gibt. Aber ich bin runtergefallen, komme ich wieder hoch? Geht das? Wo war denn die Tür? Bitte keine Tür. Bin ich gefangen? Hilfe! Helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Lieber Sachen, die mich umbringen wollen. Cool Containment, ja, okay. Das was hiermit zu tun? Irgendwas großartig zerstören kann ich halt auch nicht. Damn. Müll überall. Irgendwas einschlagen? Nee. Das bringt alles nichts. Ah, super. Ist hier irgendwas? Nö. So, einfach aufkicken. Ja. Okay, hätte ich mal gleich dran denken können. Ich vergesse die ganze Zeit, dass man kicken kann in diesem Spiel. Bam, einfach eine Tür auftreten. Warum nicht? Ja. There must be a key somewhere in the hospital. Find the key to the basement storage. Storage manifest. 2x 63 amp fuse, 24 boxes to burn away. 8x hydrothermic needle, 5x emergency MRE, 13x replacement ICU cards, 3x non-slip paint. Wo sind die ganzen Sachen denn? Oh, Explosives. Geil, kann ich mir jetzt eine Rohrbombe herstellen? Pipebomb. Yeah. Geil. Ammo wäre natürlich auch sehr wichtig, weil ich voll viel bei den Mannequins verdisselt habe. Aber ich war so in Panik und dachte mir so, ich schieße euch alle über den Haufen, ihr Wichser. Aber was ja auch schlussendlich geklappt hat, aber ist auf Kosten halt meines Munitionshaushalts, der jetzt gleich null ist. Aber naja, okay. Ich habe ja nochmal einen treuen Sledgehammer. Mit dem kann ich auch ein paar Gegner den Schädel einschlagen. Yeah. Gucken wir mal, wo es hier lang geht. Vielleicht finden wir weitere Infos oder einen Ausweg. Bam. It's not safe here. Okay, da fehlt eine Sicherung.
The Royal Elmshire. Okay, dann gucken wir mal, was haben wir denn hier? Eine Audionachricht. Our Chief Research Officer has politely requested that we do not take on new patients. Not enough food. People are hungry. And people are dying, she says. This gives me an idea. Why can one of these issues not solve the other? Okay. Let me hear. The director will be here tomorrow morning. Let's not keep him waiting. He's been breathing down my neck since the doctor was killed in Hanwell. Mail. New patients. Mort, we need to be sure we aren't taking on healthy new patients. We barely have enough food to feed the sick ones. People are hungry and people are dying. Anna. Win a year's worth of black window home protection. Hello, Mort. Apply now and enter our draw for a chance to win one whole year of black window home protection platinum. Black window home protection platinum includes state-of-the-art detection and warning systems, ultra-reinforced anomaly doors, repellent and defense combat system. Apply now. We hope to hear from you soon. Okay, die verkaufen hier Abwehrkits und Home Protection, also Schutzsicherheitsmaßnahmen für dein Zuhause. Theater and Containment. Dear all, usually I like to take a hands-off approach to all ministry institution affairs. However, recent events cannot be ignored. As of today, I am mandating that the operation, theater, and containment facilities be moved to the lowest levels of the hospital. Most critical patients are suffering illness of anomalous nature. We cannot continue to risk routine patients by trying to keep critical patients comfortable. Surgery may become less comfortable, but it will be safer. Protected citizens are to be given priority, always. Okay. Achso, war sonst noch was? Back. Roll panel. Not available. Okay. Dann nicht. Achso, das haben wir uns schon angehört, ne? Ja, das war's in dem Raum. Gucken wir mal, was hier sonst noch ist. Ist zu. Bam. Aber nicht für mich. Schön, dass sie nochmal einblenden. Hier, du hast Q und kannst Türen auftreten. Weil ja, des Öfteren vergesse ich sowas. Nein. Da habe ich ein Knicklicht. Ja, ist egal. Ich wollte eigentlich nur die Pistole nachladen und habe auf 1 gedrückt. Aber da habe ich ja die Leuchtstäbe hingelegt. I met Mort today for the first time. Apparently he came in from Helmel during the last evacuation. But I find him weird. The way he speaks, his sentences don't really flow and he's got a funny way of breathing. He'll fit right in. Okay. Boah, ist nichts. Auch nicht. Dieser Sound, was zum Henker ist das? Und von da oben. Was ist das? Ich habe da kein gutes Gefühl dabei. Hier ist halt rein gar nichts, bis auf dieses das Geräusch da oben. Ich will es ehrlich gesagt gar nicht. Okay. Ach, das sind die Security Lamps.
Ich habe auch mal die Laufgeschwindigkeit unseres Protagonisten erhöht. Kann man in den Einstellungen ändern. Molotow-Cocktail. Sehr cool. Wait, what? Bin eingesperrt, aber warum? Bitte helfen Sie mir, ich will hier raus. Kann ich die Tür aufkicken? Yeah. Alter, was geht hier vor? Gott. Kick. Na nie. Weg. Da war jemand, ist einfach verpufft. Proscribed Terrorist Organizations. Official Correspondence of BMCG. Since the destruction of Hanwell, we've seen a tenfold increase in activity from its major dysfunctional terror groups in London. ATF, Accept the Future, NBRI, A, New British Republican Army, BRA, British Royalist Army, Hanwell rejects. The most notable are here is ATF. They are strong and numerous and often splitted with Animalus DNA. Also es gibt anscheinend mehrere Terrororganisationen in London und die genannte eben ist anscheinend die gefährlichste, weil die mit Anomalien zusammenarbeiten. Oder Anomalien kontrollieren können, wie wir schon gerade festgestellt haben in dem Opernhaus. Zum Alter. Falcon Kick! Wird hier nochmal irgendwann gespeichert? Ich meine, ich würde echt gerne die Folge beenden und so. Doch, from the other side. Okay, doof. Das ist natürlich nicht so gut. Blocking from the other side. Was war hier? Hier wird gespeichert. Hey, perfekt. Dann machen wir jetzt so Schluss erstmal und ich sage vielen Dank fürs Zusehen bei dieser Episode von Beyond Hanwell. Ein kleines Indie-Horror-Spiel basierend auf der Unreal Engine 5. Und ja, wie gesagt, das Spiel hat keine deutsche Sprachausgabe oder Text. Das heißt, wenn ihr da ein bisschen was zu verstehen wollt, was hier vor sich geht, müsst ihr schon des Englischen etwas mächtig sein, beziehungsweise verstehen, was dort steht und die Leute sagen. Aber es gibt auch Untertitel, einfach damit man mitlesen kann, falls die Leute so ein bisschen Akzent oder Kauderwelsch quatschen. Kann ja auch passieren. Ja, aber es ist auch noch nicht bekannt, ob es jetzt nochmal eine deutsche Übersetzung dafür geben wird, also textlich gesehen. Keine Ahnung. Aber ja, bleibt abzuwarten. Falls es da was gibt, halte ich euch auf den Laufenden. Falls ihr mögt, abonniert den Kanal für weiteren Horror-Content und dann sehen wir uns wieder bei Beyond Hanwell. Bis dann!